Moin, ihr Sizzler! Wie versprochen werden wir das Roastbeef, was wir vor kurzem gegrillt haben, was ich euch da oben irgendwo noch verlinken werde, jetzt verarbeiten zu einem leckeren Roastbeef-Sandwich. Und dazu gibt es eine selbstgemachte Remoulade. Da ich aber kein Remouladenexperte bin, ziehe ich mich nicht jetzt zurück und hole gleich Carsten rein. Dann kann der das nämlich machen. Außerdem ist der auch sympathischer als ich. So ist es. Also von daher, viel Spaß. Viel Spaß. Da ich der offizielle Soßen- und Beilagen-Fraggel der Sizzle Brothers bin, ist jetzt meine Aufgabe das Herstellen einer Remouladensoße. Und der eine oder andere weiß vielleicht, eine Remouladensoße ist nur eine Abwandlung von einer Mayonnaise. Und ich finde, es geht so schnell, eine eigene Mayonnaise zu machen. Dann braucht man nicht so ein olles Glas aufmachen, sondern man hat die Sachen eigentlich zu Hause. Ich mache meine Mayonnaise immer ohne Ei. Ich finde es gerade im Sommer, wenn man dann mit der Mayonnaise auf seinem Sandwich losfährt und dann mockert das da so in der Sonne hin und nächsten Tag ist man tot. Deswegen lieber Mayonnaise ohne Ei, das geht ganz fix. Der Grund, warum man Ei nimmt, ist ja das Lecithin im Eigelb. Und in Milch ist auch Lecithin enthalten und deswegen können wir das ganz fix machen. Ich habe hier so 100 Milliliter Milch einfach. Dann das Öl. Öl. Ich mach's auch genau. Drauf. Wie viel brauchen wir? Großartig. Mach mal so 100 Milliliter da erstmal rein. Insgesamt brauchen wir 300 Milliliter. Aber ihr verlinkt ja das Rezept sicherlich später. Deswegen sage ich dazu jetzt erstmal nichts. Ja. Ganz wichtig, eine Prise Salz. Bin ich übrigens sehr gespannt. Ja, das kann ruhig ordentlich, denn da kommen ja nachher noch mehrere Zutaten rein. So, und ein Löffel Senf. Ganz normaler Senf, da muss jetzt nicht irgendwie ein exotischer Senf aus sonst woher sein. Und ein Mixstab, der kommt da auch rein. Und jetzt wird's laut. Euer Kabel hier ist zu kurz, aber ich versuche das trotzdem mal. So, jetzt wird's laut. So, wenn das jetzt gut emulgiert ist, dann können wir die nächsten 100 Milliliter Öl dazugeben. Ich guck einmal, wo wir stehen. Ungefähr bei 250. Kannst du den Stab ausnehmen so lang? Perfekt. So. Ich will hier nicht alles voll schmieren. Ja, tropft doch rein. Ist ich kann ihn über deinen Kopf halten. Zack. Ein bisschen was für die Frisur tun. Und weiter geht's. So, ich habe jetzt insgesamt so 300 Milliliter Öl hier reingemixt. Und das kommt immer ein bisschen drauf an, auf die Temperatur der Milch vorher und Umgebungstemperatur. Heute ist jetzt ein bisschen komisches Wetter. Ja, komisch. Das heißt, es kann sein, dass es bei euch zu Hause vielleicht auch 400 Milliliter sind, bis ihr so eine richtig schöne dicke Konsistenz habt. Das ist fast so, dass man sie auf den Kopf stellen könnte. Kamera, warte mal. So. Aber sie soll ja auch schön cremig sein. Geil. So, und jetzt kommen wir eigentlich zur Remoulade. Das heißt, die Mayonnaise ist nur eine Zutat der Remoulade und wir beginnen mit gehackten Gurken. Kannst du die vielleicht mal hier reintun? So gute 2 Esslöffel. Ja, das, oder ein bisschen mehr noch. So? Ohne Gurke kein Vergnügen. Genau, so ist es. Und merkt euch das. Dann kommt dazu geriebener Apfel. Der bringt so ein bisschen fruchtige Frische rein. Hier haben wir so eine ganz normale Vierkantreibe. Du bist ja auch bekannt fürs Food Pairing und dann machst du immer so verrücktes Zeug. Ich bin total bekannt in Shetland. Nein, aber Gurke und Apfel, das ist so ein alter Klassiker. Ja, das sei. Gehört einfach so. Ist so. Einfach groß reiben, gleich mit Schale. Wir machen das ganz rustikal. Ich mache das immer so im 90-Grad-Winkel und lasse dann einfach das Kerngehäuse stehen. Ne? Ja. Dann brauchen wir da nicht groß dran rumfrickeln. Also ganz einfach. Könnten sogar Julian und ich. Ja gut, da bin ich mir jetzt im Moment nicht so sicher. Aber deswegen haben wir dich ja auch hier stehen. So, gib mir her. Ah, okay. So, und dazu kommt noch ein bisschen geriebene Zwiebel. Ist auch sehr gut, dann drehen die Augen nicht so. Genau. Man sagt ja eigentlich, eine Zwiebel muss man schneiden und nicht reiben, weil es sonst bitter schmeckt. Aber meine Oma hat diese Remoulade schon, was weiß ich, gemacht, bevor sie über das zugefrorene Haff geflohen ist. Und das hat noch nie bitter geschmeckt. So. Ich presse hier übrigens auch gern Knoblauch durch die Presse. Das soll man ja wohl auch nicht machen. Ja, nee, gut. Ist das lecker. Das läuft schon. So, Zwiebel dazu. Und jetzt kommt der Clou. Wir haben ja kein Ei in Form von rohem Eigelb in der Mayo. Aber wir machen, ich stelle das mal hier darüber. Ja, wir hacken uns einfach ein gekochtes Ei, um diesen Eigeschmack da reinzubringen. Ja? Ordentlich durchhacken.
Kann ruhig ein bisschen grob sein, denn das ganze Sandwich, das ihr heute macht, soll auch ein bisschen rustikal elegant sein, ja? Definitiv. So, und dann kommt das Ei. Auch bislang ist es ein grillfreies Rezept, aber ich schwöre, gleich kommt noch der Grill in Einsatz. Beziehungsweise die Plancha. So, und jetzt kommt die Mayonnaise. Und zwar machen wir einfach eine ordentliche, jetzt kann man auch die Konsistenz so richtig sehen, ne? So richtig blobmäßig. Und Hannes, kannst du einen kleinen Löffel Barbecue-Sauce rein? Haben wir noch einen kleinen Löffel? Gib mir da den Teelöffel einmal. Ich mach mir einmal hier kurz den Senfstück runter. Und zwar kommt als Barbecue-Sauce unsere Blues Hock Sauce. Die haben wir auch im Shop. Ist eine sehr geile Barbecue-Sauce, die so ein bisschen dicker ist. Wie viel denn ungefähr? So ein Klecks hier? So einen kleinen Klecks. Meine Oma hat immer einfach ein bisschen Tomatenketchup reingemacht. So, das reicht. Aber ich finde, ja, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr kann ruhig. Aber ich finde, durch eine Barbecue-Soße kriegt das Ganze nochmal so einen anderen Kick. So, das war's schon. Ja. Und kannst du ein bisschen Petersilie hacken? Mhm. Oh Gott, jetzt forderst du mich aber Petersilie. Ja gut, aber du musst was tun für dein Geld, ne? Ja, ist so. Ich bin ja der Messer-Profi. Au! War ein Spaß. Wie viel brauchen wir denn, wie viel Petersilie? Naja, so einen guten Esslöffel voll, sag ich mal. Nein, die soll es nur schön aussehen. Über was Grünes freut sich jeder Ochse. Ist so. Wie fein soll es denn? Reicht das? Ich glaube, das ist gut so. Perfekt. Hau mal rein. So, das ist ein guter Esslöffel. Man kann jetzt auch Schnittlauch nehmen oder auch ein bisschen Kerbel oder eine Mischung aus allem. Oder Borretsch oder Bibernelle, falls sowas jemand im Garten hat. Ganz genau, Bibernelle. Hätte ich jetzt auch als nächstes vorgeschlagen. So, und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Säure. Man braucht immer was Süßes, was Saures. Ne? Ja. Das passt so. Einfach zu. Außerdem, Säure das, hebt den Geschmack. Genau. Wir machen einfach ein bisschen Zitronensaft hier rein. Das habe ich schon bei den TV-Kochsendungen gelernt, dass Säure den Geschmack hebt. Und kannst du ein bisschen Pfeffer reinmachen? Halt. Ja, das bringt einen richtigen Crunch. Ein paar Zitronenkerne. Ja. So, Pfeffer, wie viel Pfeffer braucht man? Auch einfach ein bisschen rein erstmal. So. Ist gut. Also nicht zu viel von allem. Genau. Und wenn ihr einen sauren Apfel genommen habt, dann würde ich jetzt vielleicht noch ein bisschen Zucker reinmachen. Aber diese Äpfel, das weiß ich, die sind relativ süß. Und deswegen lasse ich das heute einfach mal. Und ich würde sagen, das macht man nicht mit dem Finger. Hast du keinen Löffel? Ich nehme das Löffelende. Einmal mit Profis arbeiten. Ich nehme das Löffelende, ja. Und brauchen wir noch irgendwas? Salz? Bisschen Salz, oder? Oh, das rieche ich schon, dass ein bisschen Salz fehlt. Aber es ist mega geil. So. Alter, ist die lecker. Ich gehe mit dem gleichen Löffel nochmal rein. Einmal. Mmh, das ist eine richtig geile Remoulade. Ja, und so einfach, ne? Die guten Sachen sind häufig sehr, sehr einfach. Ja. So, und jetzt wird gegrillt. Und ich verpiesele mich wieder in meine Schreibtischschublade, bis er mich das nächste Mal rausholt. Vielen Dank, Carsten. Bitte gern. Für diese tolle Remoulade. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich wurde jetzt hier allein gelassen, macht aber nichts. Jetzt geht's nämlich an den Grill. Und zwar soll auf unser Sandwich unter anderem auch Spiegelei. Und dafür habe ich hier so schöne Servierringe. Die gibt's auch bei uns im Shop. Und die lege ich mir jetzt erstmal in einen weniger heißen Bereich der Plansche. Ansonsten fängt das Ei zu schnell an zu blubbern. Das wollen wir nicht. Und ich hoffe einfach mal, dass es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Sprich, dass ich gleich Ei hier reingebe und nicht sofort alles rausläuft. Aber das werden wir gleich sehen. Schauen wir mal. So, jetzt nur keine Schale rein. Perfekt. Also ein bisschen Hitze muss da natürlich sein, damit das Ei auch recht schnell anfängt zu stocken und eben nicht mehr rausläuft. Ich glaube, ich habe hier genau den richtigen Bereich gewählt. Das sieht super aus. So, einmal kurz Tüchlein nehmen. Und jetzt mache ich direkt aufs Ei schon mal ein bisschen Salz und Pfeffer rauf, weil das darf ja auch immer nicht fehlen. So, Salz und Pfeffer. So, das Ei, das dauert hier einen Moment, es ist schon ein bisschen abgekühlt, macht aber nichts, weil in der Zwischenzeit muss ich auch noch mein Toastbrot vorbereiten. Und dafür habe ich hier einfach 4 Scheiben Toastbrot
und werde die jetzt mit Knoblauchöl, das haben wir hier angesetzt, da ist, sind zwei gehackte Zehen Knoblauch drin, ein bisschen Speiseöl und werde die jetzt erstmal damit einpinseln. Ich rühre das auch nochmal richtig durch, dass richtig Knoblaucharoma rankommt. Ich will nur nicht den Knoblauch mit dran haben, weil der verbrennt mir nur. Deswegen ist es ganz gut, wenn der sich so ein bisschen unten absetzt und wenn man da mit dem Pinsel rüber geht, ist das eine ganz saubere Sache. Gut, die Scheiben Toastbrot sind beschmiert. Und bevor ich die auflege, schaue ich nochmal nach dem Ei. Jo, das braucht noch so 2-3 Minütchen. Das Toast geht dann gleich sehr schnell, deswegen fange ich schon mal mit dem Salat an. Ich hoffe, dass es mir gelingt. Der liebe Carsten hat mir eben noch mit auf den Weg gegeben, dass ich einfach einmal mit richtig Wumms hier oben rauf drücke und sich dann der Strunk rauslösen lässt und der Salat so auseinanderfällt. Ich lege mal das Messer außer Reichweite und versuche mal mein Glück. Ach Quatsch. So, jetzt kann man den wohl so auseinanderfriemeln. Strunk weg. Ja, kannte ich noch nicht den Trick. Hat aber gut funktioniert. Jetzt mache ich mir mal die äußeren nämlich nicht. So, von den inneren Blättern mache ich mir schon mal so ein bisschen was zurecht. Das kommt nämlich gleich so als ja, frische Zutat noch neben der Remoulade mit auf unser Sandwich. Gut, das Ei ist fertig, hat jetzt eine Weile gedauert. Die Plansche hat sich doch schon stärker abgekühlt, als ich dachte. Macht aber nichts. Jetzt kommen unsere vorbereiteten Toastbrotscheiben mit der Ölseite nach unten. Weiter nach vorne. Wenn die Plansche sehr heiß ist bei euch, dann legt sie nicht so weit nach vorne, wie ich das gerade mache. Na, sonst werden die zu schnell schwarz. Oh, und das riecht sofort geil nach Knobi. Richtig geil. Gut. Ja, jetzt heißt es eigentlich nur noch abwarten, bis das Toast fertig ist und dann belegen wir. Hier seht ihr übrigens schon unser Roastbeef, was wir schon verlinkt haben vom letzten Mal. Wir haben natürlich was abgeschnitten, übergelassen und kalt sieht es auch noch geil aus. Schmeckt auch verdammt gut. So, jetzt gucke ich mal. Ja, ich würde sagen, das nehme ich direkt so. Denn bei Toastbrot, generell bei Brot, ist es sehr schnell nicht mehr braun, sondern schwarz. Und so ist es, denke ich, perfekt. Ja, Hammer. Sieht hammermäßig aus. Und jetzt fangen wir an zu belegen. Unten drauf kommt erstmal ein schöner Klecks unserer frischen, selbstgemachten Remoulade ohne frischem Ei. Also eine selbstgemachte Remoulade, die auch bei wärmerem Wetter gut genießbar ist, ohne dass man sich den Magen verdirbt. So, darauf packe ich mal hier so einen schönen frischen Salat. Eisbergsalat, ganz einfacher hier. Zack. Jetzt nehme ich mir hier Roast Beef und klappe das so schön um. Denke so, ja, komm, hier sind wir nicht so geil. Obwohl, wir bleiben mal bei 2 Scheiben pro Baguette. Das soll ja auch nicht zu roastbeefig sein. Jetzt kommt eine Scheibe Käse. Da scheiden sich die Geister. Wir machen ihn jetzt hier aufs kalte Roastbeef. Das heißt, er wird nicht schmelzen. Wer Bock hat, den schmelzen zu lassen, sollte gegebenenfalls so ein Toastbrot von beiden Seiten antoasten und es dann direkt auf das heiße Toast legen. Dann schmilzt er auch noch ein bisschen an. Ja, ist aber Geschmackssache. Wir machen es jetzt mal so. Ich nehme hier mal gerade so ein schönes Spiegelei in der Hoffnung, dass ich es nicht kaputt mache. Oh, 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 oh. Naja. Zumindest das Eigelb ist heil geblieben. Zack. Daneben mache ich auch noch mal ein bisschen Remoulade. So. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Sandwich verdammt gut schmeckt. Ich mache jetzt noch 2 fertig und dann wird gleich hier gemeinsam probiert. Carsten, während du weg warst und gearbeitet hast, habe ich hier was Tolles vollendet. Ich möchte es dir noch mal so zeigen. Das ist eine richtige Schweinerei gemacht. Schön mit Spiegelei. Warte mal, hier ist Eigelb, dann teile ich es mal so rum. Welches Stück möchtest du nehmen? Ich nehme hier vorne. Ja, dachte ich mir, das größere. Logisch. So, oh, geil. Ja, das ist... So, jetzt beißen wir mal zusammen rein. Eine Remoulade, voll geil. Den Rest brauchst du nicht, aber Remoulade, geil. Ich finde das Ei sehr geil da drauf. Da hat das Huhn gute Arbeit geleistet. Boah, was sagst du, das ist lecker.
Ja, also Roastbeef-Sandwich läuft. Und ne? Geht immer. Ist eine lauwarme Geschichte. Also das Roastbeef ist natürlich kalt, der Salat ist kalt, das Ei ist schön warm, das Toastbrot ist warm. Das ist so genau lauwarm, kann man super reinbeißen, wegsnacken. Ja. Ich glaube, das ist ein super leckerer, geiler Snack, den man mal eben schnell auf der Plansche machen kann. Also, wenn euch das Video gefallen hat, jetzt kommt das klassische Ende. Das muss jetzt ein Daumen nach oben zeigen. Ah. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns dafür einen Daumen nach oben. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von so meiner Nummer haltet. Wenn ihr Carsten nie wieder sehen wollt, dürft das auch schreiben. Aber ich vermute mal, ihr wollt ihn gerne noch sehen, weil er immer Hashtag gute Team Tipps hat. Carsten. Hashtag Team Carsten, genau. Schreibt es mal rein, wenn ihr Bock habt. Ansonsten dürft ihr uns gerne abonnieren. Wir werden jetzt die Plansche langsam aber sicher ausgehen lassen. Nee, hast du nicht. Gut. Und machen dann demnächst für euch weiter. In dem Sinne, haut rein, ciao. Tschüss.